Hallo, ihr lila bärtigen Vintage Story Suchtis und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute mal ganz frei und ungescriptet stelle ich euch den Nightboss Mod vor. Das ist eine Mod, die neue Kreaturen zu Vintage Story hinzufügt und kommt von dem Modder Seek the Hedge. Und da hatte ich schon mal einen Mod vorgestellt und zwar diesen Furniture Mod, also quasi wo es halt neue Möbel und so weiter gibt. Und dieser Mod ist auch von ihm und den schauen wir uns heute mal näher an. Der ist jetzt nicht allzu groß, deswegen gibt es nicht viel zu zeigen, aber ist auf jeden Fall interessant und deswegen möchte ich ihn euch nicht vorenthalten. Bis gleich! Der Mod, der fügt dem Spiel, wie ich schon sagte, vier neue Kreaturen hinzu. Und zwar... Da gibt es unter anderem die Briar, dann den Shinterikia irgendwas, den Tickling und den Turtle. Das ist halt quasi wie so eine Art Turtle, eine Schildkröte. Und dann gibt es halt noch ein Glowshroom, also so eine Art Unterwasserpflanze. Ich guck mal, ob ich sie finde. Da ist sie. Hier, Glowshroom. So. Und wie man sieht, die spawnen ganz normal in der Welt. Da hinten sehe ich nämlich schon welche. Das sind zwei von diesen Ticklings. Und wie ihr seht, die sind auch schon recht groß, ne? Oh, hier, guck mal. Hier ist dieser Shintori-Ke. Das sieht witzig aus, weil, pass mal auf, die Augen, wenn ich es jetzt mal Nacht mache, Moment. Die Augen, die leuchten halt so ziemlich cool in der Nacht. Seht ihr das? Also, das sind halt quasi, wenn es halt komplett dunkel ist, schweben halt hier einfach mal diese fetten Augen durch die Gegend. Und das ist schon ziemlich creepy. Und wir schauen uns gleich mal an, was die halt so für Werte haben. Der, ich beginne mal mit dem ganz Großen, und zwar mit dem Tickling. Das ist dieser hier. Den können wir ja mal hier hin platzieren. Hier oben hin und dann schauen wir uns den einfach mal näher an. Der ist halt ziemlich groß, wie ihr seht. Der ist halt, ich würde sagen, 3 Meter. Spielfigur hat 2 Meter und der sieht halt schon ziemlich bedrohlich aus. Mit seinen komischen Fangzähnen, die er da vorne hat, diesen Antennen und diesen merkwürdigen Gang. Und der hat eine Höhe von 3,2 sogar. Also 3 Meter und 20 Zentimeter. Eine Breite von 1,2, also auch ein bisschen breiter als ein Block. Und der hat 40 Health Points. Der hat eine Attack-Stärke von 12 und Attack-Tier von 3. Also der ist schon recht stark. Und jetzt will ich mal schauen, ob der was droppt. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob die Tiere großen Nutzen bisher haben. Denn der Mod ist ja, noch nicht allzu alt. Ich weiß nicht, was der Zick da jetzt schon alles eingebaut hat. Und wir gucken mal, wie lange wir jetzt brauchen mit dem Schwert. Man zieht halt ungefähr immer so Dreier ab. Das kommt halt immer drauf an. Natürlich habe ich jetzt hier Iron Longplate. Der, wenn ihr dem begegnet, der dauert ein wenig. Wir werden uns auch gleich mal anschauen, ob der feindlich ist. Ich nehme jetzt mal noch ein Knife dazu. Und gucken wir mal, ob wir den ausnehmen können. Wäre cool, wenn wir da irgendwie Schrott oder sowas rausbekommen. Knochen. Knochen bekommen wir dort raus. Und er hinterlässt halt ein ganz normales Skelett. So, dann schauen wir jetzt mal, ob der Feind lustig ist. Also quasi, ob er überhaupt uns angreift, wenn wir im Survival sind. Survival. Survival. Okay, gut, der greift auf jeden Fall an. Es ist auf jeden Fall eine feindliche Kreatur. Ja, und wie ihr seht, der macht schon ordentlich Schaden, ne? Also ich habe jetzt auch keine Rüstung an. Ich bin so, wie Gott mich schuf quasi. Oder wie Vintage Story mich schuf. Oder warte, ich bin so, wie Tyrone mich schuf. Und wir haben jetzt nur noch 3 Lebenspunkte. Das ist schon ziemlich hart. Und deswegen werde ich mich jetzt ganz kurz wieder heilen.
Ja, das war der Tickling und gehen wir weiter zum, warte mal, ich guck mal, versuch das mal richtig auszusprechen, und zwar der Shintorike. Shintorike. Das ist dieser Geselle hier. Der ist nicht feindlich, soweit ich weiß, aber wir können es auch gleich nochmal testen. Moment, ich gehe mal hier hoch, dass der uns da nicht verfolgt. Ich weiß nämlich nicht, wie die Range ist. Da schauen wir einfach mal, gehen in den Survival-Modus. Oh, habt ihr gesehen? Der ist jetzt auch nicht zu verachten. Der hat einen fiesen Stachel, mit dem er halt quasi zusticht. Das ist der hier hinten. Und der hat eine Höhe von 0,7, eine Weite von 1,8. Health Points ebenfalls 40. Hat einen Attack Strength von 8 und ebenfalls eine Attack Tier von 3. Und wir gucken mal, was wir dort für Sachen herausbekommen, wenn wir diesen Käfer, ich nenne es jetzt einfach mal Käfer, sieht halt ein bisschen aus wie ein Käfer, erledigen. Und vielleicht hat er ja ein paar coole Sachen mit eingebaut. Okay, wir bekommen hier Fett raus. Das ist natürlich ganz nice. Eine weitere Fettquelle. Eine weitere gefährliche Fettquelle, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ziemlich cool. Jetzt haben wir ja noch hier den anderen Kollegen. Das ist wie so eine Art Echse. Das ist der Briar. Der ist auch ziemlich groß. Und da gucken wir gleich mal, ob er auch feindlich ist. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Und dann nehmen wir auch gleich mal das Schwert in die Hand. Gucken wir mal. Ich hab leider gerade keine Makros, deswegen muss ich das mal hier so. Der ist friedlich, so wie es aussieht. Und da schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir den schlagen. Okay, dann wird er natürlich feindlich, ganz, ganz logisch. Und gucken wir auch gleich mal, was wir daraus bekommen. Der hat eine Höhe von 0,5, eine Weite von 1,6. Die Länge hätte ich vielleicht gerne noch gewusst. Ich schätze mal, das sind auch 3-4 Blöcke sogar. Wenn man jetzt, sage ich mal, den Schwanz, wenn der halt gerade wäre. Ein Health Points von 30 und Attack Strength von 6, also Angriffsstärke von 6. Und Attack Tier ist 2. Also der ist ein bisschen schwächer als die anderen beiden. Hat eine coole Animation, wie ich gerade gesehen habe. Schreit nochmal ganz kurz. Und was bekommen wir dort raus? Aktuell nichts. Der hinterlässt auch keine Knochen. Und könnte sein, dass es natürlich zufallsgeneriert ist, was dort rausbekommt. No? Oder was ihr dort rausbekommt. Und dann haben wir natürlich noch den Turtle, also quasi die Schildkröte. Die findet ihr im Wasser. Also die wäre wichtig hier im Wasser. Die schwimmt auch ziemlich cool und ziemlich schnell. Also jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz in den normalen Survival-Modus wieder rein. Ich glaube, wenn wir hier die mal angreifen. Ah ja, genau richtig. Seht ihr? Die zieht sich zusammen wie so eine Schildkröte. Und die hat eine Höhe von 0,4. Eine Höhe... Oh, guck mal. die ist sogar auf dem... Die ist sogar auf dem, die ist recht schnell, auch auf dem Land sozusagen. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Ja, okay, gut. So viel dazu. Hat eine Höhe, eine Weite von 0,8 und Health Points von 30. Die hat keine Angriffsstärke, also ist somit auch sehr friedlich. Und, oh. Ich mach den Turtle mal kaputt und dann schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Die haben natürlich auch verschiedene Sounds, wie ihr hört. Und wir bekommen hier die Turtle-Meat raus. Das ist Fleisch, das können wir ganz normal braten. Und haben hier somit eine neue Nahrungsquelle. Wir schauen mal. Fresh für 2 Tage. Cooks into ein Turtle-Meat. Jetzt gucke ich mal, was das Turtle-Meat dann macht. Das haben wir hier hinten. Und das hat eine Sättigung von 250. Wenn wir das mal vergleichen zu dem hier, 280, ist das schon ganz ordentlich. Also können wir uns auch gut damit ernähren. Ja, und dann gibt es noch den Glow Shroom. Das ist halt so eine Art Pilz, der im Wasser ist. Und dieser, wie der Name schon sagt, leuchtet im Dunkeln. Ja, wir setzen ihn einfach mal hier hin. Wie ihr sehen könnt, gehen jetzt schon ein paar Partikel nach oben. Und wenn ich dir jetzt mal dunkel mache, ich habe das, glaube ich, vorhin schon gemacht. Zack. Dann seht ihr, wie er so lila leuchtet.
Die Frage ist natürlich, können wir den abbauen, können wir den ernten? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in den Survival-Modus rein. Wir bauen ihn ab und ja, gut. Wir bekommen sozusagen den Pilz raus, also jetzt nicht nichts weiter. Ich mach's mal kurz wieder hell und gehe wieder in den Survival-Modus, Kreativ-Modus. This mushroom glows in the darkness, emitting bluish particles and making strange sounds. Effects by size is currently unknown. Ja, okay, gut. Der Modder schreibt halt die Eigenschaften, was der Pilz macht. Er leuchtet halt im Dunkeln und macht einen coolen Sound. Aber aktuell hat er noch keinen Nutzen, beziehungsweise die Wirkungen sind unbekannt. Das, da hoffe ich doch, dass sich deswegen da nochmal was, ja, hinzu, dass da, oh, 3-4, dass da nochmal was hinzukommt. Und ich habe auch gesehen, dass der Modder unten, also in wenn ihr mal auf der Linkbeschreibung geht, hat er noch eine fünfte Kreatur mit, die ein bisschen so ähnlich aussieht wie der Tickling. Vom Kopf her und vom Körper her ist es eher so ja, wie Mai Cha mit aber einer übelst krassen Hand. Jetzt ist natürlich die Frage, entweder ist das gemeint, dass er später so Art wie so eine Art Helm hinzukommt, dass man halt quasi den Helm von dem als, also den Kopf als Helm tragen kann. Keine Ahnung, oder ob das halt eine fünfte Kreatur ist, das weiß ich leider nicht. Es steht halt aktuell noch nichts da. Letzte Aktualisierung war, glaube ich, am letzten Freitag, war das? Da wurden ein paar kleine Bugfixes behoben, mehr jetzt nicht. Und wer den Mod einfach mal ausprobieren will, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal nach. The Night Bros heißt das, findet ihr dann sozusagen entweder in der Linkbeschreibung beziehungsweise auch auf der offiziellen Mod-Seite. Und es gibt ja jetzt auch eine offizielle Mod-Seite, die ja, so eine Art Mod-Datenbank, die hat der Tarun jetzt vor kurzem ja eingerichtet, etwas übersichtlicher. Und ich denke mal, da könnt ihr das dann finden. Ja. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, es war nicht so viel. Und wir sehen uns am nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bleibt erstmal so schön. Tschüss.